Seekrauts. Moin Moin Seekrauts-Freunde, willkommen zurück zur kurzen Expressflaschenpost. Wir haben nur drei Themen für euch, aber ich will sie euch nicht vorenthalten. Und zwar bin ich auf eine kleine Sache gestoßen, als ich mal wieder das Netz nach neuen Nachrichten rund um World of Warships und Wargaming-Spielen durchforstet habe. Und zwar wird wohl bei World of Tanks aktuell flexible Premium-Account-Spielzeit getestet. Es gibt wohl so ein paar Spieler, bei denen die das ausprobieren. Wie funktioniert der ganze Kram? Ihr kauft euch ein 30-Tage-Paket. Wenn es denn irgendwann mal offiziell wird, soll es eventuell so funktionieren. So müsste man das eigentlich sagen. Ihr kauft euch ein 30-Tage-Paket und euch wird von diesen 30 Tagen immer nur dann Premium-Spielzeit abgezogen, wenn ihr euch an dem Tag einmal einloggt. Das heißt, wenn man also nur Samstag, Sonntag spielt, dann spart ihr quasi von Montag bis Freitag jedes Mal die Premium-Tage auf. Ja, zumindest könnte es so sein, dass das in World of Tanks so kommt, aber wie wir ja wissen, diese Premium-Spielzeit ist ja kontoübergreifend, also von World of Tanks, World of Warplanes und eben auch World of Warships und die ganzen anderen Spiele, die es eben noch gibt. Das könnte also bedeuten, wenn es in World of Tanks möglich ist, dass das dann auch natürlich logischerweise irgendwo in World of Warships möglich ist, weil die Premium-Spielzeit-Pakete ja sowieso immer, wie gesagt, eben spieleübergreifend sind. Das ist so meine Vermutung, das möchte ich euch einfach mit auf den Weg geben. Hört ja nicht jeder was davon, bei Facebook war es jetzt auch nicht so bekannt. Und von daher, ja, ist vielleicht eine nette Sache, die vielleicht uns demnächst mal in der Tür steht sozusagen. Und viele von euch da draußen werden sich sicherlich darüber freuen. So, und dann kommen wir aber direkt zu den Aktionen, die ihr in-game machen könnt. Wochenendaufgaben, beziehungsweise Oktoberaufgaben, Rabatte und so weiter. 5. bis 8. Oktober, wir haben hier jetzt, das steht ja direkt vor der Tür, heute ist ja der 5. Oktober. Ja, Kapitäne sind mal wieder im Fokus. Ihr könnt Reserveplätze für Kapitäne kaufen für Dublonen und zwar 50% reduziert. Dann die Kapitänsausbildung, also als Skillen des Kapitäns, wenn ihr da extra Punkte braucht oder wie auch immer, sind die Dublonen um 80% reduziert. Also geht relativ zügig, dass ihr da ein bisschen weiterkommt. Und dann gibt es eben die Umschulung des Kapitäns. Also wenn ihr schon Skillpunkte vergeben habt, aber der Kapitän euch nicht passt, könnt ihr an diesem Wochenende eben ein bisschen Dublonen sparen, nämlich genau 50%. Ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant, gerade wenn man das sowieso vorhatte und das jetzt gerade passend ist für euch. Dann gibt es eine Community-Aufnäher- und Signale-Auftrag sozusagen. Ihr müsst hier den Auftrag annehmen in diesem Link, den ich euch unten auch wieder unter das YouTube-Video stelle. Und dann habt ihr die Möglichkeit, 24 Aufnäher von Spielern aus der Community zu erarbeiten. Und zwar bekommt ihr einen Auftrag, in dem ihr 20.000 EPs in Summe zusammenfahren müsst und alle 5.000 EP, die ihr zusammenfahrt, bekommt ihr 6 Aufnäher. Ich finde hier die einen oder anderen doch schon ganz cool und vor allen Dingen, vielleicht weiß das auch gar nicht jeder, dass ihr diese Aufträge aktuell gibt und dann habt ihr euch wieder so ein bisschen besonders gemacht mit diesen Aufnähern, weil die einfach nicht jeder hat vielleicht. Ja? Und das finde ich wieder ganz cool. Geht bis 2. November, geht heute los, also habt ihr eine ganze Zeit, da 20.000 EP zusammenzufahren. Wo geht das? Ihr könnt T5 bis T10 Schiffe benutzen, in Zufall gewertet und Koop-Gefechten. Und auf geht das. Ja. Und als Bonus, wenn ihr das alles abschließt, bekommt ihr am Ende noch einen Container mit Signalen. Wie viel es sind, keine Ahnung, ich bin noch nicht so weit. Von daher werde ich mich jetzt gleich für den Auftrag registrieren und dann mal gucken, wie schnell ich die 20.000 EP zusammen habe. Ich glaube, hier steht es auch, verdient 20.000 EP mit allen Bonis und mit Premium-Spielzeit. Das bedeutet quasi, dass ihr 20.000 EP habt ihr an einem Tag zusammengefahren. Wenn ihr 3, 4, 5 Gefechte macht und die auch gewinnt oder so, dann habt ihr 20.000 EP ruckzuck, ja, mit einer Lackierung in einem Wimpel drauf oder was auch immer. Also sollte kein großes Problem für euch sein. Dann gibt es ein befristetes Angebot für Dublonen on top, Bonus-Dublonen nennen sie sich. Ja, wenn ihr Geld im Premium Store ausgeben wollt, vielleicht für das darauffolgende, was wir euch gleich nochmal zeigen wollen, dann kriegt ihr jetzt aktuell einen Dublonen-Bonus. Ihr gebt halt hier ein paar Euros aus, dann gibt es immer Dublonen on top, immer jeweils für die ersten 10, nächsten 20, ersten 30 Euro. Also wenn ihr jetzt dann 60 Euro ausgibt, bekommt ihr nicht 4.000 Dublonen, also schon einmalig 4.000 Dublonen, aber dann nicht noch mehr als 4.000. Ihr könnt einmalig 4.000, einmalig 2.000, einmalig 1.000 oder einmalig eben 250 Dublonen dafür bekommen. Hier machen sie euch dann ein paar Vorschläge. Wie auch immer, das wollte ich euch nur mit auf den Weg geben, dass ihr das Angebot eben nicht verpasst. Wenn ihr sowieso vorhabt, vielleicht demnächst Premium-Spielzeit zu kaufen oder ein bestimmtes Schiff oder wie auch immer, ist das vielleicht nochmal eine Gelegenheit, noch ein bisschen Mehrwert damit zu nehmen. So, und dann kommen wir zum letzten Punkt. Der letzte Punkt ist das Kobayashi-Paket sozusagen.
Die Lackierungen sehen ja teilweise ganz toll aus, bis auf bei der Roma. Meine persönliche Meinung, jeder hat da so seine Meinung für. Ja, und die bieten jetzt wieder diese ganzen Schiffe mit Kobayashi und so weiter an. Teilweise kann man sich die Tarnung auch einzeln im Store kaufen. Wer sie vielleicht gerne mag und die Schiffe dazu hat, aber damals das Geld nicht ausgeben wollte, kann sie das jetzt vielleicht tun, wer es möchte. Ihr wisst ja, es gibt jetzt gerade diese Aktion, habe ich euch eben gerade gesagt. Vielleicht da nochmal 2000 Dublonen extra mitzunehmen. Ich weiß es nicht. Muss jeder für sich wissen. Ich mache das hier nur der Information halber, nicht weil ich das irgendwie bezahlt bekomme, da ich darüber rede. Nur der Vollständigkeit halber wollte ich das erwähnt haben. Roma, Ashitaka und Ki sind aktuell wieder im Store zu haben mit den Sonderlackierungen. Und das sollte jetzt auch schon von dieser Flaschenpost gewesen sein. Diesmal extrem kurze, knappe 6 Minuten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch mir wieder da einen Daumen nach oben da lasst, wenn euch das informativ genug war. Und uns gerne auch weiterempfehlt. Ne? Und in dem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis die Tage, bis zum nächsten Video oder Livestream hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Haut rein, euer Seekhaus-Team, euer Mara. Ahoi! Seekrauts.